tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon-Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch eins meiner Mew vor. Mew ist ein legendäres Pokémon mit einem Monopsychotyp und hat somit eine Schwäche gegen Unlicht, Käfer und Geist, wie eine Resistenz gegen Psycho und Kampf. Wenn es eine Sache gibt, die Mew auszeichnet, so ist es seine Fähigkeit, alle TM-Attacken und so gut wie alle Move-Tutor-Attacken lernen zu können. Zusätzlich dazu hat Mew in allen Statuswerten einen Basiswert von 100, wodurch es in der Lage ist, alle möglichen Rollen auszufüllen. Wie man es letztendlich spielt, ist jedem selbst überlassen, daher gibt es von mir heute erstmal nur ein defensives Protzer-Set. Die EV verteilt man in diesem voll auf KP und Spezialverteidigung. Die letzten 4 Punkte habe ich hier in die Initiative gesteckt, um andere Pokémon mit Base 100 ohne Init-EV noch überholen zu können. Ihr könnt diese allerdings noch genauso gut in Angriff oder in Verteidigung investieren. Als Wesen wählt man hier Sacht, um die Spezialverteidigung zu maximieren und den hier nicht benötigten Spezialangriff zu senken. Im Moveset habe ich erst einmal Zen-Kopfstoß als Step-Attacke gewählt. Ableithieb ist hier die Coverage gegen Unlicht- und Stahl-Pokémon und bietet nebenbei noch eine kleine extra Heilung für Mew. Protzer boostet Mews Angriff und Verteidigung um je eine Stufe und Ruheort stellt 50% der KP wieder her. Als Item bieten sich Überreste an, um jede Runde noch etwas mehr Heilung zu bekommen. Die Spielweise sollte damit eigentlich recht klar sein. Man boostet sich mit Protzer so lange hoch wie man kann und heilt sich zwischendrin mit Ruheort hoch, und wenn man genug geboostet ist, prügelt man mit Zen-Kopfstoß und Ablativ auf die Gegner ein. Idealerweise wirft man Mew in physische Angreifer rein, um die Verteidigungsboost von Protzer optimal nutzen zu können. Wenn euer Gegner irgendwann auf einen speziellen Angreifer wechselt, solltet ihr hoffentlich schon genug geboostet sein, um diesen schnell außer Gefecht setzen zu können. Durch den EV-Spread kann Mew mehr als locker 1-2 spezielle Attacken tanken. So stark dieses Set sich jetzt auch anhört, hat es dennoch seine Schwächen. Die wohl offensichtlichste Schwäche ist Toxin, da Mew nach einiger Zeit den Schaden nicht mehr gegenheilen kann. Verbrennungen halbieren Mews Schaden und machen es ihm ebenfalls schwerer, den Schaden gegenzuheilen. Außerdem muss ich dazu sagen, dass Mew keine Attacke gegen andere Psycho-Pokémon hat, wobei diese durch eine allgemeine Schwäche in der Defensive kein allzu großes Problem darstellen. Von Zubiris und Krypok wird dieses Set allerdings komplett gewollt, da seine beiden Attacken gegen diese wirkungslos sind. Da letztere allerdings nicht allzu häufig anzutreffen sind und erstere, wie bereits gesagt, gemeinhin schwache Verteidigungswerte aufweisen, ist das allerdings kein allzu großes Problem. Es empfiehlt sich allerdings dennoch, ein offensives Feen-Pokémon wie Felinara mitzunehmen. Ein Pokémon mit Vitalglocke und Aromakur sollte ebenfalls dabei sein, um Statuseffekte von Mew runterwaschen zu können. Ansonsten solltet ihr lediglich aufpassen, dass ihr Mew generell in nichts reinwechselt, was ihn effektiv treffen kann, damit ihr genug Luft habt, ein Setup aufzubauen. Das war's jetzt erstmal von meinem Mew. Jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.